Wenn ich jetzt in meinem Leben merke, dass der Weg, den ich eingeschlagen habe, nicht der richtige ist, kann ich dann umkehren? Grundsätzlich ja, aber es ist nicht leicht. Denn ich habe ja auch schon eine Wahl getroffen. Ich lebe ja schon etwas. Du fängst nicht bei Null an, ich auch nicht. Wir haben Geschichten mit Menschen, wir haben unsere eigene Geschichte. So einfach umkehren, das ist mir manchmal so ein bisschen schnell gesagt. Was war, kannst du nicht mehr ändern. Und was kommen wird, das weißt du gar nicht. Aber wenn man merkt, die Entscheidung war nicht richtig. Jetzt schaue ich mal nach vorne. Was will ich denn eigentlich? Bevor ich einen nächsten Schritt mache, bevor ich was Neues mache, was will ich, was kann ich? Wem bin ich verpflichtet? In welchen Freiheiten lebe ich, in welchen Zwängen? Dieses Moment, Pause, stillstehen, zurückschauen, vorschauen. Das darf man nicht zu knapp ansetzen. Ich glaube, dass die alte Übung der Exerzitien uns lehren kann, mach einen Stopp. Und diese Pause, von der du sprichst, ist das nicht ein Stillstand, der auch gefährlich werden kann? Wer im Augenblick stillsteht, zurückschaut, die Ziele noch mal neu anschaut, wohin will ich denn, der wird in einem gewissen Sinn gefährlich leben, denn er wird sich tatsächlich ändern.